Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir einen sommerlichen, erfrischenden Zitronen-Cheesecake mit einem Zitronenpudding obendrauf. Und der Kuchen ist wirklich super einfach hergestellt, aber umso leckerer. Und wir kommen dann auch schon direkt zu den Zutaten. Für unseren Boden brauchen wir einmal gemahlene Butterkekse sowie flüssige Butter. Und für die Cheesecake-Füllung brauchen wir dann einmal zimmerwarme Eier sowie Zucker, Vanilleextrakt, Doppelrahmen, Frischkäse, Milch, dann Zitronensaft und etwas Speisestärke. Und die genauen Mengenangaben sowie die Zutaten stehen auch natürlich nochmal unten in der Infobox. Wir können auch direkt loslegen und als erstes vermengen wir einfach nur die flüssige Butter gemeinsam mit den zerbröselten Keksen. Sobald sich beides gut verbunden hat, kommt das in eine Form. Ich habe jetzt hier einen Backring, den ich mit Backpapier eingeschlagen habe und den habe ich auf 18 cm eingestellt. Natürlich geht das genauso gut mit einer Springform, dann da den Boden einfach mit etwas Backpapier auskleiden. Genau, ansonsten jetzt einfach die Bröselmasse da reingeben und dann mit einem Glasrücken oder jetzt wie ich hier mit einem Fondantglätter dann das Ganze schön fest andrücken. Keksboden dann kurz an die Seite stellen und in der Zwischenzeit dann mit der Cheesecake-Masse weitermachen und dafür einfach nur alle Zutaten nach und nach in die Rührschüssel geben und dann mit dem Schneebesen glatt rühren. Damit wäre dann die Cheesecake-Masse auch schon fertig und die füllen wir jetzt einfach nur noch auf unseren Keksboden und so wandert dann der Cheesecake in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad, Ober-Unterhitze für ca. 43 Minuten und dann würde ich den auch nochmal im ausgeschalteten Ofen für ca. 4 Minuten drin lassen und danach sieht das Ganze so aus. Wichtig ist, dass der Käsekuchen jetzt in der Mitte noch so ein bisschen wabbelt. So muss es aber einmal vollständig auskühlen, bevor wir den weiterverarbeiten können. Ich hatte jetzt mein Cheesecake über Nacht im Kühlschrank und ihr seht, der hat jetzt Risse an der Oberfläche bekommen, aber das ist nicht schlimm, denn durch den Pudding sieht man es gleich nicht mehr. Genau, und für den Zitronenpudding jetzt einfach nur Wasser, Zucker, Speisestärke, Zitronensaft sowie etwas gelbe Lebensmittelfarbe auf dem Herd unter ständigem Rühren einmal eindicken lassen. Sobald dann der Pudding eingedickt ist, den Topf an die Seite schieben und den Pudding kurz für 3 bis 4 Minuten einfach ein bisschen an der Seite ausdampfen lassen und schließlich einfach nur noch auf den Käsekuchen verteilen. Dadurch, dass jetzt mein Käsekuchen auch schon richtig kalt war, weil ich den eben am Vorabend auch noch im Kühlschrank hatte, ist bei mir der Pudding auch relativ schnell fest geworden. Aber ansonsten so nochmal unbedingt für mindestens eine halbe Stunde das Ganze in den Kühlschrank stellen, damit alles gut durchziehen und durchkühlen kann. Und danach mit Zitronenscheiben dekorieren und somit könnt ihr dann den Zitronen-Cheesecake auch schon genießen. So meine Freunde, ihr seht, dieser Zitronen-Cheesecake ist super einfach hergestellt, aber wirklich umso leckerer. Also besonders, wenn ihr auf diesen zitronigen, frischen Geschmack steht, dann probiert das gerne einmal aus. Ich denke nicht, dass ihr es bereuen werdet. Wie gesagt, die genauen Mengenangaben stehen dann unten in der Infobox. Und ansonsten würde ich mich sehr über ein Feedback von euch freuen und natürlich auch über ein Däumchen nach oben, falls euch dieses Video gefallen hat. Ja, das war's dann von mir für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten, hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und wünsche euch noch einen schönen Freitagabend. Tschüss!